ins YouTube und herzlich willkommen zurück zu Just Cause 3. Wir sind immer noch in dieser komischen Mission, deswegen gehen wir aus dieser Mission jetzt mal raus. Herausforderung beenden. Ja, wollen wir. Danke. Wir wollten die Mission nämlich gar nicht machen. Wir wollten nämlich eher eine viel, viel coolere Mission machen. Und zwar, ich hoffe, man hört jetzt nicht dieses extreme Hintergrundgeräusch bei mir. Ich denke aber nicht. Das Mikro müsste gut genug sein. Gibt es hier ja eine Mission, die müssen wir unbedingt machen. Das ist nämlich eine Story-Quest. Ich wette, jetzt können wir auch gleich hinterher da irgendwie unten rein, oben rein. Hast du nicht gesehen? Dadurch, dass wir haben das Gebiet ja jetzt schon abgecappt. Deswegen wird das jetzt nicht mehr groß was ändern. Schätze ich mal. Boah, jawohl, Skill. Und nochmal und nochmal. Zack. Easy. Und drin in der Mission. Jawollo. Genauso muss das. Genauso muss das. Rico, die Analyse des Kraftwerks zeigt einen ungeschützten Bavariumkern. Sieht nicht nach einer stabilen Konstruktion aus. Na, das klingt auch gar nicht mal so schlecht, Dima. Ich destabilisiere also den Kern. Ja, das wäre das Ende für diese Basis. Gut. Mario. Hast du Sheldon schon was von unserem Plan gestellt? Ah, du kennst mich. Sheldon, Rico meinte, ich soll dir das zeigen. Wir greifen demnächst das Kraftwerk an. Nur, dass du es weißt. Gracias, compadre. Ich glaube, die verarschen ihn. Doppelagent Mario Frigo. Die Ravella hat uns alles entgegenwerfen, was er zur Verfügung hat. Haben wir die Armee erstmal im Griff, werde ich ins Kraftwerk reingehen. Wie auf Bestellung. Jetzt geht's los. Mann, ist das aufregend! Endlich gehen! Lol. Ja, schön, dass ihr mir das abcuttet, ey. Sehr schön. Vor allem, ich hab noch niemals irgendwas gedrückt oder so. Auf einmal cuttet er weg. Warum auch immer. Keine Ahnung. Naja, egal. Wir sind im Krieg, Rico. Bringen wir es hinter uns. Erbitten Unterstützung am Flugfeld von Porto Cavo. Wir bitten Unterstützung am Flugfeld. Okay, wo ist das Flugfeld? Da hinten irgendwo, okay. Nimm es mal da hin. Easy. Hätte ich den Helikopter da mitnehmen sollen, aber ist egal, was soll's. Das ist eh 2,6 Kilometer weg, da müssen wir eh ein bisschen fliegen. Unsere eigenen Truppen machen schon. Wir müssen gar nicht so mithelfen und alles. Ihr seht ja oben, dass die Rebellen sind blau und die Ravello-Typen sind rot. Und gerade eben ist blau einfach ein bisschen gestiegen, obwohl wir nichts gemacht haben, nichts dazu beigetragen haben. Aber von mir aus gerne. Da schon wieder. Nun ist blau ein bisschen hochgegangen. Können wir jetzt also AFK hier hinstellen und einfach die Leute machen lassen. Tendenziell. Was ich natürlich nicht machen werde. Weil ich natürlich cooler bin als sowas. Sowas ist ja langweilig. Sowas wäre mega langweilig. Hi Leute. Was geht bei euch? Oh mein Gott, Hier sind auf jeden Fall noch ein paar Stationen, die uns böse Aua machen könnten. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Ja, komm. Zieh dich ran. Und... Nächste Paraglider? Ja, nice. Aus Porto Cavo aus, aber die Gegend ist heiß. Beschütze das Flugzeug, bis es in der Luft ist. Jo, mach ich. Easy. Entschuldigung. Lol. Wollt ihr mich einfach umfahren? Ich glaube, ich spinne. Die behindert. Dass ihr nicht so dumm seid oder so. Was Rebellenflugzeug hat jetzt schon richtig wenig Leben, ey. Kacke. Einige Versorgungsschiffe der Rebellen brauchen Geleitschutz.
das übernehmen? Ich versuche es. Was ist das für ein riesen Flugzeug da hinten? Lol. Das hätte ich gerne gehabt, aber naja, egal. Ich fliege jetzt erstmal wieder ganz wieder zum anderen Ende der Stadt. Das ist schon mal relativ einfach, das zu bekommen hier. Um das Flugzeug zu beschützen. Das war nicht allzu schwierig. Problem ist, dass wir jetzt halt mega viele Raketenwerfer ausgegeben haben. Schon dadurch, aber es geht, das kriegen wir trotzdem hin. Jawohl. Und echt übers Meer. Übers Meer ist ja immer so eine Sache, die ich liebe, übers Meer nicht. Ja, dass ich hasse, übers Meer zu fliegen. Allein aus genau diesem Grunde. Na, vielleicht kriegen wir den Helikopter da. Komm! Ist nicht wahr. Wie weit war das denn? Ich hab den Helikopter damit zerstört? Och nö. Ich brauch den Helikopter doch aber. Ihr da. Danke, dass ihr mich mitnehmt kurz. Ich will nur mal eben kurz den Helikopter da snacken. Danke. Jawohl. Wir wollen ja mal eben kurz hier zu der Station hier. Was müssen wir da machen? Kampf. Da ist irgendwie Kampf oder so. Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Wir müssen nicht kämpfen. Diese Versorgungsboote müssen den Strand bei Vignaletta erreichen. Okay. Zu, dass sie dort sicher ankommen. Geh weg da. Blödes Boot. Schau, ihr Wichser. Muss ich das Ding jetzt fahren oder nicht fahren? Ich glaube, ich muss es fahren. Ja, ich muss es, glaube ich, fahren. Ach, wir können damit schießen. Ja, nice. Nimm dies. Ah, fuck, was war das denn? Du Arschloch. Du Arschloch. Ja, fick dich, du Hurensohn. Fahren wir richtig? Wir fahren richtig, jawohl. Das ist schon mal schön. Schön zu wissen. Ein Biest, jawohl. Das Schiff ist despawned oder so, keine Ahnung. Ah, verdammt, das war richtig knapp. Lol, das Flugzeug ist gegen die Wand geflogen. Sind die dumm? Fährt einfach so gegen die Wand, ey. Komm, ich muss doch mal treffen hier. Da, Boot zerstört, geht doch. Können wir doch irgendwie lenken mit dem Boot, ey? Kacke. Ein Militärkonvoi. Kampf gewonnen, jawohl, nice. Wenn wir ihn nicht stoppen, werden hunderte Menschen sterben. Jo, also raus hier und dann gib ihm. Was tut der da? Was wollt ihr? Die wollten, glaube ich, irgendwas von mir, aber ich weiß nicht was. Ich glaube, wir wollten Krieg. Können sie aber jetzt nicht haben, weil ich gerade wo nach Chinchita muss oder sowas. Nach Chinchita Wurst. Ach komm schon. Ich muss nach Chinchita. Kampf in 1,8 Kilometern. Vor allem, ich zerstöre ständig Fahrzeuge und sowas. Ich weiß ja nicht wie, aber ich zerstöre. Ich schaff das. Bin gut da drin. Verstehe nicht, die Wette, wenn ich jetzt nichts machen würde, würden wir auch gewinnen. Aber nun gut. Jawohl, und gib ihm. Was? Oh mein Gott. Ich bin fast draufgegangen durch meine eigene Dummheit. Das wäre peinlich gewesen, wäre ich draufgegangen. Das wäre mega peinlich gewesen. Naja, ein bisschen Schwund ist immer. Du bist in Reichweite des Konvois, Rico. Schalt ihn aus. Jo, mach ich. Mach ich doch gerne. Ey, hake dich doch feste. Dankeschön. Einsteigen. Es geht sogar ernsthaft.
Bumm. 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 Wie aktiviere ich diesen Schild? Ich habe keine Ahnung. Egal. Und jetzt den Panzer noch zu stellen, oder was? Mach ich das auch noch? Wenn sie es unbedingt haben wollen, können sie es gerne haben. Blub, 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 blub. Wir haben die Schilde um Corda Dracon deaktiviert. Es gibt dort drei Generatoren. Zerstöre sie. Okay, jetzt gibt es noch drei Generatoren, die ich noch zerstören muss. Alles klar. Drei Generatoren, zerstöre sie. Jawohl, wird gemacht, Chefin. Ja, sehr schön. Aber es war nicht so viel Speed aufgebaut, leider. Das könnte nämlich knapp werden, jetzt das Wasser wieder über Wasser zu kommen. Das sollte aber passen, hoffe ich mal. Ah, komm. Hoch. 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 Ah, verdammt. Nicht gereicht, aber das war knapp. Aber es hätte fast gereicht. Das, also, fast reicht. In diesem Falle. Du Hurensohn. Du Huren. Ich kann dich nicht anvisieren. Na, jetzt kann ich dich anvisieren. Du Arschgeige, du. Das glaubst du aber nur du, dass du mich so wegkriegst, ne? Ich mach mal einen Abgang. Dann gönnen wir mal kurz den Wingsuit. Hi. Und jetzt? Dürfen wir das Boot nehmen hier? Ich hoffe einfach mal, dass wir das Boot nehmen dürfen. Und rein da. Weil schwimmen tue ich immer ungern. Ich bin drin, Dima. Was jetzt? Ich bin drin, Dima. Deaktiviere die Kühlturbine, um die Schilde abzuschalten. Alles klar. Okay, Kühlung zerstören. Alles klar. Ist hier so nichts gesichert? Das ist praktisch. So. Kann ich nämlich ganz in Ruhe den hier machen. Den hier machen. Den hier machen. Das müsste die Kühlturbine gewesen sein. Ja, Putzdigger. Durch die Zerstörung von der Turbine wurde der Kühltunnel geöffnet. Durch ihn kommst du okay. In den Generatorraum. Generatorraum, alles klar. Weiß ich Bescheid? Generatorraum, easy. Kann ich nicht irgendwie schneller schwimmen oder so? Wüsste nicht wie. Weil ich glaube, so langsam verliere ich ein bisschen Luft. War knapp. Also, da muss ich jetzt noch weiter, aber das war extra dafür, dass wir da Luft holen konnten, oder was? Ich hoffe, jetzt schwimme ich nicht zurück, ey, das wäre so dumm. Ich glaube, ich schwimme nicht zurück. Ich meine, das wäre hier neu. Ja, wir müssen nämlich hier rein, genau. Hep. Alles klar. Was ist hier? Aktivieren, okay. Ich glaube, hier sind wieder Gegner. Aua. Hier oben auch noch aktivieren. 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 Geht doch. Ich weiß noch nicht, was ich da aktiviert habe, aber ich habe was aktiviert. Ach, jetzt muss ich die Dinger noch zerstören, oder was? Okay. Generatoren öffnen und zerstören. Okay. Ja, öffnen wir es erstmal alle drei. Ist egal. Packen das schon. Einer weniger. Einen haben wir schon mal. Zweiten haben wir auch. Noch einen Generator. Den dritten machen wir hier. Komm, wir machen jetzt die richtige Vielfalt. Granaten und Schieß und Geschossen und Raketenwerfer. Das waren die drei Generatoren. Ach du Heilige, okay, raus hier. Wie komme ich denn hier raus?
Muss ich hier raus, oder wie? Ich muss da raus. Fuck. Muss ich jetzt... Nein. Ah, es hat gereicht. Jawohl, Glück gehabt. Puh. Und ich mache erstmal so einen schönen Abgang, ey. Schöner Abgang. Sehr, sehr schöner Abgang. Sehr, sehr schöner Abgang. Gib ihm. Hohepa. Ich glaube, da ist ein bisschen was eingestürzt jetzt. Ein bisschen was kaputt. Aber ganz minimal nur. Ganz, ganz minimal. Ja, und da sitzt ein Angler und guckt sich das alles an. Alles klar. Platsch. Der angelt einfach weiter. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. So, wir haben es, glaube ich, geschafft. Wenn mich nicht alles täuscht. Boah, und das in der Folgenlänge. Perfekt. Wenn es jetzt nur nicht so lange laden würde. Da. Verstrickung in Blau. Endlich in der Offensive. Mission abgeschlossen. Nice one. Thunderbird verfügbar. Dafür ist freigeschaltet und wird in eine Rebellenabwurfkiste. Okay. Was kann die? Kann die irgendwas Besonderes? Das ist einfach so ein Raketenschlag oder was? Kennen wir ja schon, glaube ich, die Waffe. Naja. Rico, bist du da? Dima hat die Flugdaten entschlüsselt. Rosa Manuela kommt endlich nach Medici zurück. Sie kommt zu dem neuen Rebellenvorposten im Schatten des Berges. Aber wenn wir das wissen, weiß es auch Sheldon. Ja, dann braucht sie wohl eine Eskorte. Wenn du das sagst, Rico, ich bin ja so aufgeregt. Ich auch. Oh, Kacke. Jo, treffen wir uns am Flugfeld. Kein Ding. Also das Gebiet gehört uns auch komplett uns. Ja, stimmt, das haben wir ja komplett eingenommen, ne? Nice one. Also am Flugfeld treffen wir uns. Okay. Also ganz hier unten. Wegpunkt setzen. Aber wir können natürlich wieder chillig-millig. Schnellreise. Hehe. Aber in diesem schönen Schnellreisebildschirm sage ich danke fürs Zuschauen. Lasst eine kleine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch beim nächsten Mal wieder rein bei Just Cause 3. Ciao, ciao.